Aus Donaueschingen ist der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion Thorsten Frey zugeschaltet. Herr Frey, ich grüße Sie. Schönen guten Tag nach Berlin. Ist das, was da gerade in einem Landkreis in Thüringen passiert, der neue Königsweg in der Migrationspolitik? Ich würde nicht so weit gehen zu sagen, dass das der Königsweg ist, aber es ist jedenfalls ein wichtiger Mosaikstein, wenn es darum geht, dass wir zum einen für diejenigen, die als Flüchtlinge, als Migranten bei uns sind, menschenwürdige Verhältnisse schaffen, aber auf der anderen Seite eben auch keine unnötigen Pull-Faktoren haben. Und mit einer solchen Bezahlkarte kann eben sichergestellt werden, dass das Geld, das zur Verfügung gestellt wird, für Nahrungsmittel, für Teilhabe zur Verfügung steht, aber eben nicht abgehoben werden kann. Das ist der entscheidende Punkt. Und damit wird verhindert, dass Geld in die Herkunftsländer zurücktransferiert wird oder beispielsweise auch Schlepperorganisationen bezahlt werden. Und damit verliert eben die soziale Leistung in Deutschland jedenfalls massiv an Attraktivität für diejenigen, die eben hauptsächlich aus diesen unlauteren Motiven hier sind. Und insofern ist es auf jeden Fall ein ganz wichtiger Bestandteil. Wir haben auch andere Landkreise, der Ortenaukreis etwa in Baden-Württemberg, der eine solche Bezahlkarte eingeführt hat. Es zeigt aus meiner Sicht, die ersten Erfahrungen zeigen, dass es richtig und notwendig wäre, eine solche Bezahlkarte bundesweit einzuführen. Und es wäre natürlich auch einfacher gewesen, wenn der Bund dafür die notwendige Infrastruktur zur Verfügung gestellt hätte. Die Gegner dieses Bezahlkartensystems haben ja immer gesagt, der Verwaltungsaufwand sei viel zu hoch. Auch die hier in Berlin zuständige Senatorin von der SPD, die ist im Grunde genommen dagegen. Aber offenbar ziehen diese Argumente ja gar nicht, wie sich jetzt im Landkreis Greiz in Thüringen ja zeigt. Ja, das Argument zieht wirklich nicht, weil man mit digitalen Möglichkeiten sehr gute Ergebnisse erzielen kann. Es sind bedauerlicherweise ganz unterschiedliche Anbieter in Deutschland unterwegs, aber da sind sehr innovative Lösungen dabei. Das sehen wir, wie gesagt, in Thüringen, das sehen wir in Baden-Württemberg, das sehen wir auch andernorts. Aber das sind sehr pragmatische, niedrigschwellige Angebote. Und ich will mal ganz offen sagen, selbst wenn es ein bürokratischer Mehraufwand wäre, wäre es trotzdem richtig, so vorzugehen. Denn wir müssen eben auch schauen, dass wir nicht im wirtschaftlichen, im finanziellen Bereich zusätzliche Pull-Faktoren haben und Menschen eben einfach nur, weil es bei uns die besseren sozialen Leistungen gibt, nicht in andere europäische Länder gehen, sondern zu uns kommen. Das ist ja das, was dahinter steckt. Und deswegen erwarte ich von den Innenministerien und auch den Kommunen, die dafür originär zuständig sind, dass sie sich auch im Rahmen eines Gesamtkonzepts mit solchen Fragen beschäftigen. Und wir sehen ja, dort, wo es die Kommunen machen, dort, wo sie von den Ländern unterstützt werden, da funktioniert es auch. Nach monatelangen Gesprächen zeichnet sich jetzt offenbar ein Migrationsabkommen zwischen Deutschland und Marokko ab. Das sei das Ergebnis von mehreren Besuchen von Innenministerin Faeser in dem Land. Ist das der große Wurf? Also ich will die Dinge nicht schlecht reden, aber der große Wurf ist es natürlich nicht. Natürlich ist es auch ein Schritt in die richtige Richtung, wenn es zu einem solchen Abkommen mit Marokko kommt. Ganz offensichtlich ist es ja noch nicht so weit, sondern der Migrationsbeauftragte der Bundesregierung ist noch in Verhandlungen. Es gibt noch gar kein Rahmenabkommen mit Marokko. Aber wenn es das dann gäbe, dann wäre das positiv, aber sicherlich kein großer Wurf. Das kann man schon daran sehen, dass im letzten Jahr nur etwa 1.900 Migranten aus Marokko gekommen sind. Wenn Sie also offizielle Statistiken anschauen, dann finden Sie Marokko nicht separat ausgewiesen, sondern Marokko läuft dann unter Sonstiges. Und das dokumentiert eben, hier haben wir es nicht mit einem Hauptherkunftsort zu tun, Hauptherkunftsland zu tun, sondern tatsächlich ist es eben ein Land, aus dem eher weniger Migranten kommen. Wir haben im Übrigen auch heute schon ein Migrationsabkommen mit Marokko. Und was die Wirksamkeit anbelangt, muss man sagen, ja, es hilft, aber es ist auch kein Allheilmittel. Denn am Ende entscheiden Verwaltungsrichter in verwaltungsgerichtlichen Verfahren, ob die Verhältnisse aus ihrer Sicht geeignet sind für entsprechende Rückführungen. Und deswegen, es ist ein Schritt in die richtige Richtung, wenn es denn zum Abschluss kommt, aber sicherlich nicht der große Wurf.
sagt der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Thorsten Frei. Danke für das Gespräch. Sehr gerne.